So, bei uns heute Steffen Liebig, Außendreiviertel des Heidelberger RK. Steffen, 34-34, was waren deine Eindrücke vom Spiel? Ja, wenn man mit 20 Punkten in Front liegt, dann darf man so ein Spiel eigentlich nicht mehr aus der Hand geben. Also ist dumm gelaufen für uns. Guter Kampfgeist von der RGH, aber so ein Spiel müssen wir eigentlich gewinnen. Du hast dich jetzt selber früh in der ersten Halbzeit am Oberschenkel verletzt. Wie ernst ist die Verletzung? Ja, also ich tippe, dass es ein Muskelfaserriss ist. Also ich habe es knallen gehört. Erstmal Zwangspause. Der HK hat jetzt relativ viele Verletzte. Jetzt mit dir einen weiteren hochkarätigen Ausfall. Meinst du, dein Bruder kann euch nächste Woche wieder verstärken, weil ihr habt ja noch ein paar schwere Spiele zu spielen? Ja, ich hoffe es. Also so wie es im Moment aussieht, ist er wieder fit. Und ja, die Verletzten sind halt wirklich ein Problem bei uns, vor allem weil wir das Mammutprogramm jetzt am Anfang haben mit Frankfurt, SCN, RGH, Berlin. Also nicht die leichtesten Gegner. Und ja, hoffentlich wieder uns verstärken. Du selbst bist ja jetzt noch nicht lange wieder aus Südafrika wieder zurück. Wie fällt dir die Umstellung vom südafrikanischen Spiel auf das deutsche Rugby? Ja, ist schon mal ein ganz anderes Rugby da in Südafrika. Ist alles viel schneller und technisch versierter als hier. Aber nichtsdestotrotz schon, ja. Und hast du jetzt das Gefühl, dass du von dem Austauschprogramm enorm profitiert hast? Konntest du das schon umsetzen, was du in Südafrika gelernt hast? Ja, also umsetzen bis jetzt noch nicht so gut, aber also ich habe auf jeden Fall enorm profitiert und ich denke, das ist eher langfristig, wo wir eben weiter an unseren Skills arbeiten müssen und dann wird es langfristig auch die Erfolge bringen. Kurzfristig ja. Vielleicht nicht so unbedingt. Ihr habt heute die ersten 3 Zähler gemacht. Erklärtes Ziel vom HK ist der erneute Einzug ins Finale. Wie schwer wird es jetzt? Ja, also wir stehen jetzt natürlich schon unter Druck. Die ersten beiden Spiele sind nicht so gut gelaufen, wie wir uns das erhofft hatten. Und jetzt wartet SCN Frankfurt und wenn wir da jetzt nicht bald aufwachen, dann stehen wir ganz schön unter Druck. Okay, Steffen, viel Erfolg für die nächsten Spiele. Ich danke dir. Ciao.